Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen oder ja, guten Tag, würde ich jetzt mal sagen, 11.50 Uhr. Falls ich in den Kommentaren lese, boah, siehst du fertig aus? Ja, ich bin auch ein wenig müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Unsere kleine Tochter, die Melissa, hält uns gut auf Trab. Die ist jetzt endlich geschlüpft. Und zwar am 3.8. um 8.30 Uhr ungefähr ist sie auf die Welt gekommen, hat das Licht der Welt erblickt. Und mit 3700 Gramm ist sie auch gut unterwegs. Das meiste sind wahrscheinlich Muskeln. Ja, die Kleine hält uns gut auf Trab. Die Nächte sind relativ kurz geworden momentan. Sie wird natürlich immer nachts wach, kriegt Hunger, genau wie der Papi. Ich war auch sehr hungrig als Kind, hat man mir gesagt. Oder immer wieder unter die Nase gerieben, besser gesagt. Daher sehe ich natürlich auch noch ein bisschen müde aus. Franzi ist natürlich auch ein bisschen müde. Die ist gerade bei einer Freundin mit der Kleinen. Daher nutze ich doch direkt mal die Zeit, um ein Video für euch zu machen. Ganz in Ruhe und entspannt hier unten in meinem kleinen YouTube-Studio. Ja, und heute möchte ich mit euch, die Idee ist mir vor kurzem gekommen, einmal kurz durchgehen, was ihr mir so an Bildern geschickt habt bei Instagram und Facebook. Ne, ich glaube, jetzt ist es nur Instagram, die meisten eingetroffen. Da geht es meistens darum, wo sind Verbesserungsmöglichkeiten, wo liegen die Fehler. Sind ein paar ganz gute Gespräche bei rumgekommen und Verbesserungsvorschläge, die wurden auch sehr gut von euch angenommen und auch umgesetzt. Aber das möchte ich natürlich auch mit der großen Community teilen hier bei YouTube. Und ja, ich habe natürlich alle dazu befragt, ob ich die Bilder teilen darf bei YouTube, jetzt hier in einem großen Video quasi. Manche haben gesagt, ja klar, kein Problem. Manche haben gesagt, nein, möchte ich lieber nicht. Das ist auch vollkommen okay. Muss ja auch nicht sein unbedingt. Aber bevor wir jetzt hier groß starten, möchte ich nochmal kurz was in den Raum werfen, was mir am Herzen liegt und was vielleicht euch als Eltern oder zukünftige Eltern, Mütter, wie auch immer, eventuell weiterhelfen könnte oder vielleicht ein bisschen die Angst nehmen könnte. Und zwar das. Bevor ich loslege, natürlich möchte ich sagen, dass ich dieses Teil selber gekauft habe. Mich hat keiner dazu angeschrieben. Es ist keine Werbung. Es ist wirklich eine Sache, eine Herzenssache von mir an euch, die ich gerne loswerden möchte und eine wirkliche Kaufempfehlung für alle, die überlegen, Eltern zu werden. Und zwar dieses kleine Teil hier, Nebo. Ich habe das Ding durch Zufall gefunden, als ich nach Babyphones geguckt habe. Ist mir das ins Auge gesprungen. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich es kaufen soll oder nicht. Manche würden jetzt sagen, Hypochonder oder übervorsichtig. Aber ich finde es im Endeffekt doch sehr, sehr sinnvoll. Und zwar dieses Armband überwacht, ist nicht nur ein Armband, ihr könnt es auch an den Fuß binden oder an den Oberarm oder hier halt ans Armgelenk von dem Kind. Überwacht die Vitalfunktion eures Kindes. Wer eine Apple Watch hat oder eine Smartwatch, wie auch immer, der kennt das. Die Teile überwachen auch eure Herzfrequenz, bla bla bla. Und das ist das Ganze quasi für Babys. Und zwar wichtig in der Hinsicht zum plötzlichen Kindstod. Ne? Also wirklich, ich habe da sehr, sehr lange drüber nachgedacht, ob ich das wirklich kaufen soll oder nicht. Aber falls es wirklich zu dem Fall kommen sollte, hätte ich mir wirklich in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Das Teil ist relativ teuer, 200 Euro. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich es nicht mehr brauche oder wenn wir dann aus dem Gröbsten raus sind, kann ich das Ganze wieder bei eBay verkaufen für die Hälfte vielleicht oder für einen Fuffi oder so. Dann hat man wieder ein bisschen was raus. Was kann das Teil? Es überwacht die Herzfrequenz, es überwacht die Sauerstoffsättigung, es kann auch die Aktivität und die Temperatur eures Kindes überwachen. Finde ich alles ganz okay. Wichtig für mich ist die Herzfrequenz dabei, der Rest ist für mich eigentlich Latte, also ist mir egal. Was nicht gut funktioniert, ist die Temperatur, weil wenn ihr mit der kleinen oder mit dem kleinen Kind ein bisschen kuschelt oder auf der Couch liegt, wie auch immer, nimmt die Temperatur des Armbandes natürlich auch eure Temperatur mit auf und dann gibt es meistens einen Fehlalarm. Ansonsten hatten wir noch kein Problem damit, keine Fehlalarme. Das Einzige, was mich auch noch ein bisschen nervt, ist die Einrichtung. Die ist ein bisschen kompliziert.
Aber wie gesagt, ansonsten funktioniert das Ding wirklich gut. Man muss es alle 2-3 Tage aufladen. Aber ansonsten ist das wirklich eine Herzensempfehlung an euch, falls ihr euch wirklich überlegt, ein Kind anzuschaffen oder vielleicht gerade dabei seid oder wie auch immer. Das Ganze habe ich euch natürlich auch verlinkt unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das mal nochmal angucken wollt, ist ein Amazon-Link. Genau, also falls es euch interessiert, wirklich mal reingucken. Aber genug geschnackt, jetzt geht's los mit dem richtigen Video. So, räumen wir das mal weg hier und gucken uns das Ganze doch mal an. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das mir gedacht habe. Ich mache jetzt mal die Bildschirmaufnahme an und dann denke ich, dass ich das irgendwie synchronisieren kann. So, legen wir mal los. Und zwar bei Instagram haben wir hier so ein paar. Genau, ich habe mir die markiert. Bilder, die ihr mir geschickt habt und dazu meine Verbesserungsvorschläge oder eure Fragen dazu, was ihr verbessern könnt, wie auch immer. So, starten wir nochmal mit Numero Uno. Und zwar ist das die Chanin. Sie hat mir extra geschrieben, wie ich sie nennen soll, weil viele sagen wohl Chanin. Warum auch immer. Also Chanin. Du hast mir mal ein Bild deiner Nägel geschickt. Und zwar ist es dieses. Ich verstehe übrigens gar nicht, wieso Instagram auf dem iPad so mickrig aussieht. Das könnte man eigentlich mal ein bisschen größer machen. Daher mache ich jetzt hiervon einfach mal einen Screenshot. Und dann können wir da ein bisschen drauf rummalen. So. Was ich hier natürlich nicht bewerte, ist Optik. Das ist jedem selber überlassen, was er sich darauf pinselt. Genau. Da möchte ich nichts zu sagen, werde ich auch nichts zu sagen. Genau. Was mir hier aufgefallen ist, habe ich natürlich auch schon alles mit der Chanin geklärt. Vor langer Zeit, weiß gar nicht mehr, ist auf jeden Fall schon ein paar Monate her. Was wir noch ein bisschen verbessern können, ist auf jeden Fall die Nagelhaut. Da kann man noch ein bisschen sauberer arbeiten. Genauso wie hier die Nagelform. Das sieht für mich hier ein bisschen zu viel weggefeilt aus als auf der Seite. Hier fällt es auch noch ein bisschen auf. Hier die Ecke ist relativ rund. Also runder als die. Da wirklich mal beim Nachfeilen richtig gerade von oben drauf gucken. Vielleicht auch mal die Hand andersrum halten. Dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Zur Nagelhaut wirklich mal nochmal zum Schluss, bevor du die Farbe aufträgst, nochmal die Nagelhaut zurückschieben, nochmal vernünftig säubern, den kompletten Staub entfernen. Und dann, falls du mit einem großen Pinsel nicht vernünftig in die Ecken kommst, dann wirklich einen feinen Einerpinsel oder einen Zweierpinsel nehmen und dann nochmal schön mit der Farbe durch die Ecken gehen. Natürlich ganz wichtig, nicht die Nagelhaut berühren. Wie hier. Hier bist du, glaube ich, ein bisschen an die Nagelhaut gekommen. Genau, hier glaube ich auch. Ja, sowas kriegt man eigentlich relativ einfach mit Nagelöl weg. Einfach Nagelöl einmal ringsherum schmieren und dann kann man diese Farbe, die auf die Haut gekommen ist, ein bisschen abknibbeln, sag ich mal. Ne? Ja, ansonsten, Farbe finde ich cool. Ich wollte es doch gar nicht bewerten. Farbe finde ich cool. Aufbau sehe ich hier jetzt hier nicht so richtig, ob der gut ist oder nicht. Ja, ansonsten schick. Weiter geht's. So, kommen wir zur nächsten Kandidatin und zwar die Julia Sophie. .rdw. Die Gute hat mich erstens gesiezt. Das braucht ihr nicht machen. Also bitte macht es nicht. Dadurch fühle ich mich alt. Genau, aber das haben wir geklärt, sie duzt mich jetzt. Genau, sie hatte Probleme mit der Haltbarkeit ihrer Tipps. Sie hat mit Jollyfine, glaube ich, gearbeitet, genau. Benutzt das ganze Material von Jollyfine. Gucken wir uns erstmal die Nägel von der Guten an. Ein Screenshot. Krasse Länge auf jeden Fall, finde ich gut. Für mich sieht der Aufbau gut aus.
Genau, bis auf hier. Hier könnte man noch ein bisschen an der Stelle ein bisschen mehr drauf pappen. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Wo sie auch noch ein bisschen an die Nagelhaut gekommen ist, ist hier. Also hier an dieser Stelle. Also sieht auf jeden Fall so aus. Bild ist relativ unscharf. Aber ansonsten ist die Form eigentlich ganz okay. Habe ich jetzt nichts weiter dran auszusetzen. Sieht schön gerade aus. Ja, will ich doch mal sagen. Hier sehe ich so ein bisschen, dass man hier. Hier sehe ich so ein bisschen, dass man da vielleicht beim Nachfallen noch mal ein bisschen genauer drauf gucken könnte. Dass der Apex vernünftig gefeilt ist, dass das stimmig aussieht. Aber ansonsten passt das echt ganz gut. Mein Lieblingsnagel ist der hier. Der sieht wirklich gut gefeilt aus und die Form passt für mich auch. Genau, und sie hatte Probleme mit der Haltbarkeit. Da habe ich erstmal das Grundsätzliche gesagt, dass er erstmal natürlich Vorbereitung des Nagels und auch nicht an die Nagelhaut kommen, wie hier an dem einen Finger, weil das sind meistens die ersten Gründe, die dafür sprechen, dass da Luft runterkommt und sich der Nagel dann löst. Ich habe ihr dann Fingerspitzengefühl empfohlen, die Gele von Fingerspitzengefühl, und da hat sie mir auch vorgestern oder vorvorgestern ein Feedback zugegeben, dass das Ganze jetzt viel besser hält, sie keine Probleme mehr hat. Also falls ihr wirklich mal Probleme mit Haltbarkeit habt oder so, probiert wirklich, also ich kann es euch wirklich immer wieder ans Herz legen, probiert andere Gele aus. That's it. Es hält nicht jedes Gel bei jedem gleich gut. Ja? Also es kann auch das Chinesengel bei ihr besser halten oder das teure Gel bei ihr hält gar nicht oder wie auch immer. Probiert euch da wirklich ein bisschen durch. Also ich hatte damals in meinem Studio auch mindestens 3 Firmen zur Auswahl und von diesen 3 Firmen auch verschiedene Aufbaugele und Haftgele. Ja, und die meisten Firmen haben ja auch da verschiedene Produkte, Premium oder einen anderen Primer mal ausprobieren oder wie auch immer. Also probiert euch da wirklich mal ein bisschen durch und ihr werdet sehen, es wird auf jeden Fall irgendwann halten, wenn ihr das richtige Gel gefunden habt. Ganz klar. Ja, genau. Dann kommen wir zur nächsten Kandidatin. So, die nächste Kandidatin, aber ich muss mal kurz das iPad abstützen, das wird nämlich langsam unbequem. So, ah, herrlich. So, die Lara. Grüße gehen raus, Schätzelein.